Ja. Wir starten gleich. Wie geht's euch so? Was macht ihr so? Wie geht's euch so? Okay, perfekt. Funktioniert. Und auf geht's. Das ist mehr als schlechtes Wetter, Rico. Hör doch bitte auf mich. Mira, ein Plan ist eine Liste von Dingen, die schiefgehen können. Meine Listen sind meistens kurz. Halt dich bereit. Wenn ich dich mit der Konsole verbinde, musst du Espinosa schnell finden. Er beantwortet meine Fragen, wir zerstören Projekt IAPA. Abgemacht? Hm? Na gut. Dann viel Glück. Oscar Espinosa redet dann hoffentlich. So. Kommunikationscheck. Höre dich laut und deutlich. Ich behalte deinen Fortschritt aus sicherer Entfernung im Auge. Obala. Das erste Mal Taskforce 4. Das kann ja was werden. Die Straße ist durch eine Mauer abgetrennt. Kommst du darüber? Okay, wohin jetzt? Halt auf die Lichter auf der anderen Seite des Tals zu. Springst du? Das ist ein verdammt großer Turm. Espinosa hat versprochen, dass er die Welt verändern wird. Keine Tornados und Hurricanes mehr. Und die meisten Menschen in Solis glauben ihm. Projekt IAPA wird ab heute kein Problem mehr sein, Mira. Falls dein Plan funktioniert. Er wird funktionieren. Geschafft. Gut. Folge den Rohren. Dann lernst du die schwarze Hand kennen. Ich kenne die schon. Bin auf dem Weg nach oben. Kiste voller Waffen? Naja, die schwarze Hand zieht nie unvorbereitet in den Kampf. Wenn du nicht weg da! Muss ich Gewalt anwenden. Bitte Befehle. Verstanden. Kein Kontakt. Eine Einheit ist unterwegs. Es geht los! Heilige Scheiße. Erstmal die Steuerung, Alter.
Was kann ich? Die waren nicht sehr angetan davon, dass ich mich umgeschaut habe. Die Schwarze Hand ist eine Gruppe von bestens ausgebildeten Söldnern, die von Espinosa kontrolliert wird. Seine eigene Privatarmee. Und noch dazu eine ziemlich gute. Nicht gut genug. Feindkontakt verloren. Neu formieren. Ich sehe die Vorsprünge. Dann bist du richtig. Kommst du irgendwie rüber? Kein Problem. Ich bin bei Projekt Iyapa. Rico, weiter im Gebäude ist eine Konsole. Ich weiß nicht so genau, wie ich du... finde schon einen Weg. Heilige Scheiße. Die Entlüftung da hochkommen. Ziel wurde zuletzt auf dem Gelände gesichtet. Bereithalten! Hm.
diese Konsole. Du solltest besser nicht da draußen sein, wenn der Test losgeht. Fast fertig. An alle Einheiten, Position halten. Ach, Digga. Hey Mira, ich habe die Konsole gefunden. Gib mir eine Verbindung und ich finde Espinosa für dich. Du bist drin, Mira. Okay, bleib in der Nähe der Konsole, sonst verliere ich meine Verbindung. Alle Einheiten, der Feind hat Zugriff auf das Netzwerk. Haltet den Eindringling um jeden Preis auf. Oh, Scheiße. Halte sie einfach etwas auf. Ich finde ihn so schnell wie möglich. Sie versuchen's doch schon, meine Liebe.
Wir sind eine Menge von der schwarzen Hand. Ich bin durch das Sicherheitssystem. Halt noch ein paar Sekunden durch, dann kannst du los, Rico. Ich suche ihn. Klar, lass dir ruhig Zeit. Scheiße. Da, ich hab ihn. Sein Büro ist fast ganz oben im Turm. Dieser ganze Aufwand. Und dann ist er ganz oben. Geiles Spiel. Dass er noch lebt, ist unwahrscheinlich. Er ist kein gewöhnlicher Mann, Señor Espinosa. Ja. Wir sollten lieber sicher gehen. Ja, Señor Espinosa. Mal sehen, was Projekt IAPA bewirken kann. Señor. Es dauert einen Moment, bis der Kern die volle Leistung erreicht. Könnten Sie ihn bis dahin etwas beschäftigen? Hier ist Kommandant Morales. Wir haben hier eine Bedrohung. Aktiviert IAPAs Abwehr. Setzt alle Geschütztürme ein. Die Frau, mit der Rico am Flughafen war. War das etwa... Ja. Dann kümmere dich drum. Mit Vergnügen. Rico, hier ist Mira. Bitte antworte. Mira? Kommen, Rico. Bitte antworte. Mira! Rico, du meine Güte, du lebst. Ich hatte kein GPS. Ja, mein Enterhaken ist kaputt. Und mein Wingsuit, Fallschirm. Und ein paar Rippen. Ich muss das reparieren. Ich habe Werkzeug in El Abismo. Wo genau bist du? Im Wald. Keine Ahnung. Ich schicke dir meine Koordinaten. Hoffentlich klappt's. Okay. Wir sehen uns dann. Stabil. Scheiße. Ohne meinen Enterhaken fühle ich mich, als würde mir ein Arm oder Bein fehlen. Suche nach Feindbeamten. Nehmt eure Patrouillen wieder auf. Hier müsste ich richtig sein. Ich habe noch nie so etwas wie IAPA gesehen. Mira könnte recht haben. Hey, das muss doch nicht sein. Hey, du Idiot! Mira, ich bin in El Abismo.
Die Leute hier haben offenbar keine Höhenangst. Du doch auch nicht. Stimmt, aber normalerweise habe ich einen Fallschirm. Mir geht's gut. Ein Heli der schwarzen Hand? Das ist nicht gut. Was wollen die hier? Ziemlich schnell leergefegt. Hey, schwarze Hand! Die Hälfte der Leute, die hier lebt, versteckt sich vor Espinosa und seiner schwarzen Hand. Siehst schlimm aus. Wasser? Die schwarze Hand durchsucht das Dorf. Passiert das öfter? So gut wie nie. Vielleicht gab es einen Angriff auf ihre Wetterstation. Werkzeug? Danke. Bitte. Ich glaube, ich schaffe Projekt IAPA nicht alleine. Das stimmt. Ich gebe zu, ich lag falsch. Du hattest recht. Ist das etwa ein Notsignal? Dachte, für dich existiert die Agency nicht mehr. Hilf mir dabei. Jungs, ich gehe schnell essen. Bis gleich.
Was tun wir wegen Iapa? Wegen des Blizzards und wegen der Geschütze komme ich nicht nah genug ran. Ich habe da ein paar Ideen. Lass hören. Warte. Hör zu. Ihr Handeln in den nächsten Minuten entscheidet über das Schicksal dieser Gemeinde. Ich bin Kommandant Morales. Jahrelang habe ich El Abismo toleriert. Zur Erhaltung von Recht und Ordnung in Solis habe ich diesen Ort als Unterschlupf für Kriminelle und Gauner bislang geduldet. Aber letzte Nacht wurde ein Anschlag auf die Projekt Iapa-Einrichtung verübt. Dabei wurde der Täter von einem hiesigen Verschwörer unterstützt. Wer ist das? Gabriella. Sie hat meinen Onkel umgebracht. Sie weiß, dass wir zusammenarbeiten. Wenn Mira Morales nicht sofort übergeben wird, bin ich gezwungen, eine eingehende Untersuchung durchzuführen. Dann wird jedes Haus durchsucht. Jeder einzelne Ausweis wird kontrolliert. Und sämtliche Vergehen werden umgehend bestraft. Du! Luis! Wo ist Mira? Wo? Ich muss das beenden. Gabriella! Lass ihn gehen, Cousine. Wenigstens bist du nicht feige. Wenn dein Vater dich jetzt sehen könnte, würde er sich für dich schämen. Ihr Verräter könnt dann ja über eure Enttäuschung sprechen. Im Gefängnis. Bringt sie in meinen Hubschrauber. Mira! Hey, halt! Geiles Spiel, Digga. Wir haben wohl einen Aufstand ausgelöst. Wir haben die Leute damit hineingezogen. Ohne sie haben wir keine Chance gegen Projekt Iapa. Tja, sie brauchen mehr Waffen. Also, am Ende dieser Straße gibt es eine Fabrik. Die ist verlassen. Kaskios Vassios. Vor Jahren hat die Schwarze Hand dort Waffen hergestellt. Sehen wir sie uns an. Luis, richtig? Kümmer dich um die Leute. Jeder, der kann, muss gegen die Schwarze Hand kämpfen. Schaffst du das, Sargento? Ja, Senor. Mira, ich muss mich um meine Ausrüstung kümmern. Ich treffe dich bei der Fabrik. Boah, geiles Spiel, Digga. Ich schwöre, holt euch das. Hoffentlich funktioniert das. Das wird schon. Spring einfach. Ha, perfekt. Hey Rico, ich bin's, Luis. Ich meine Sargento. Mira und ich treffen dich in Kaskios Vassios. Das ist die Fabrik?
Sargento und Easy haben ein paar Nachforschungen angestellt. Sie können dir helfen, den Laden zum Laufen zu bringen. Wer ist Izzy? Hallo, ich bin die Hackerin. Alter, hallo. Bin ich behindert. Spiel, was du hast. Auf deine AR-Linse auf. Mira hat's mir gesagt, ist schon erledigt. Du hast eine AR-Linse? Einen kleinen Computer im Auge? Okay, Sargento, dann lass mal hören. Alles klar, deine Mission sieht wie folgt aus. Die Fabrik braucht Strom, aber die Türen zum Schaltraum werden durch Notgeneratoren verschlossen gehalten. Die Mission übernehme ich gern, Sargento. Deine AR-Linse zeigt dir, wo du suchen musst. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Gabriella weitere Truppen der Schwarzen Hand schickt, um uns aufzuhalten. Wir brauchen dringend Waffen für diese Leute. Bis dann. Servus, was geht? Der Eingang, Alter. Ja. Treibstofffässer.
hat funktioniert. Jetzt habe ich es gecheckt, Alter. Nach 5 Stunden. Digga, was ist das für eine Waffe? Verstehe ich nicht, Alter. Und jetzt jage ich ihm was in die Innereien. Generator ist erledigt. Ja, dann noch 2. Du weißt, wo du zu suchen hast. Digga, bin ich behindert. Zwei erledigt, noch einer übrig. Ich höre den Funkverkehr der Schwarzen Hand ab. Sie sind unterwegs. Mach schneller, Hardware.
letzte Generator. Die Generatoren sind alle ausgeschaltet. Und die Türen haben sich soeben geöffnet. Es sind Helis und Bodentruppen hierher unterwegs, Rico. Bring den Laden besser zum Laufen, sonst müssen wir mit Stöcken und Stein kämpfen. Geh rein. Finde die Sicherungen und leg sie um. Da brauche ich meinen Enterhaken. Das ist die andere.
Ich weiß nicht, was ich machen muss, Alter. Was ist denn das? Sicherung hochziehen. Wo denn? Wow. Ja. Die Sicherungen sind aktiv. Das hätte ich ja auch gleich, Alter. Aktivier einfach die Hauptüberbrückung. Wir sind im Geschäft. Rufen wir alle zusammen. Sag, wenn's losgehen soll. Was denn, Alter? Los jetzt! Machen wir sie fertig! Rico, du solltest wieder rausgehen. Wie findet ihr das Spiel? Die Waffen kamen zur rechten Zeit. Die schwarze Hand macht sich auf der anderen Flussseite bereit. Wir werden es ohne zusätzliche Kämpfer aber nicht schaffen. Irgendeine Idee? Wir wurden zu Soldaten seit deiner Aktion in den Slums. Stifte noch mehr Chaos, dann werden noch mehr kommen. Eine ganze Armee des Chaos. Das wolltest du also von Anfang an? Oscar Espinosa gehört diese Insel. Wenn die Leute hier kämpfen, verlieren sie ihre Jobs und ihr Zuhause. Und außerdem haben sie kaum eine Chance gegen die Schwarze Hand. Wir haben dasselbe Ziel, Rico. Du hilfst den Leuten gegen die Schwarze Hand und wir helfen dir mit Oscar Espinosa. Okay, Mira. Ich bin einverstanden. Was nun? Ich habe eine Idee, Rico. Ich schicke dir auf der AR-Linse mehr Informationen. Eine ganze Armee des Chaos. Richtig. Armee des Chaos. Alter. Nein. Luis, El Sargento. Hör zu, ich habe ein paar meiner Leute zusammengerufen und wir haben eine Überraschung für dich. Hier, ich schicke dir meine Koordinaten.
Dann lade den Truck. Wir verschwinden in 60 Sekunden. Hast du den Überfall geplant? Ja. Das meiste von dem Zeug hier ist schwarze Hand Standardmunition. Aber ich habe noch die hier gefunden. Wir wollten aber nichts riskieren. Wir haben noch mehr davon im Truck. Guter Fund, Sargento. Die könnten nützlich sein. Hat jemand einen Schraubenzieher? Willst du das an deinen Haken machen? Geiler Scheiß. Du musst lernen, mit dem zu arbeiten, was du findest. Und was hast du damit vor? Wie geil, Mann! Die schwarze Hand kommt, Sargento! Scheiße. Hör zu, ich fahr den Truck. In der Nähe wartet ein Hubschrauber auf uns. Ich pass auf, dass du da heil ankommst. Vielen Dank, Kumpel. Lasst uns abhauen! Geh schnell einrauchen, Leute, gäbe es gleich.
So, jetzt bin ich wieder da für euch. Zock mal weiter. Macht Spaß. Leute, Sie kommen! Dann mal los! Wohin muss ich denn, Alter? Dann mal los! Das ganze Magazin. Diese Sache mit dem Ballons ist ziemlich cool, oder? Ich glaube, das wird uns nützlich sein. Wo hast du denn gelernt, einen Hinterhalt vorzubereiten? In El Abismo kamst du aus dem Nichts und die schwarze Hand war völlig von der Rolle. Das war super. Was? Was ist das da auf der Straße? Muss ja ein ordentlicher Kampf gewesen sein. Irgendwelche Ideen, Rico? Oh ja, genau eine. Digga, was willst denn du von mir jetzt? Super! Siehst du, genau das meine ich. Solche Sachen. Glaubst du, ich wäre ein guter Agent? So wie du? Augen auf die Straße, Sargento. Ich glaube nämlich, ich habe das Zeug dazu. Ich wollte immer schon etwas Bedeutsames tun. Es ist kompliziert, Sargento. Gut, gut. Dann später. Scheiße! Schon wieder? Ich mach den Weg frei. Probier diese Ballondinger auch mal mit den Mistkerlen der schwarzen Hand aus. Zentrale, wir haben einen Eindringling auf dem Gelände. Bestätigt. Eindringling auf dem Gelände. An alle Einheiten. Digga, wo denn? Benutz nochmal diese Ballondinger, bevor noch mehr auftauchen. Zu improvisieren. Und? Wenn man im Slum aufwächst, die Mutter ist tot, der Vater längst verschwunden, da erkennt man so manches. Das hier funktioniert für mich, Sargento. Finde du das, was für dich funktioniert. Okay, schätze ich. Fürs Erste reicht es, wenn du uns zum Abholungspunkt bringst. Abholung? Oh, scheiße. Ich muss die Jungs rufen. Kriegst du das hin, Rico? Gut. Tukan?
Tukan, hier Lama. Abholung an Station Bravo. An Station Bravo. Das haben wir doch geklärt. Feind befindet sich in unserem Einsatzgebiet. Feindkontakt. Verstanden. Feuer nach eigenem Ermessen. Der Gegner hat Angriffe eingestellt. Halte die Augen nach dem Ort. Warte, warte. Rico, du weißt, was zu tun ist. Los, schaff den Scheiß aus dem Weg. Du kleiner Hund. Kein weiterer Kontakt. An alle Einheiten. Wachsam bleiben. Okay, okay. Wir warten dann. Ende. Alter. Ganz gut. Bei der ersten Mission ist es doch klar, dass es ein paar Schwierigkeiten gibt. Konzentrier dich aufs Fahren, Sargento. Sie sind immer noch hinter uns her. Was zum Henker? Wo denn? Na, Hund. Ja. Geschafft, Rico. Wie sieht es aus? Wenn du die Kinderkrankheiten noch abstellst, könntest du ein echter Operationschef für die Armee werden. Aber ich will, naja, ab in die Scheiße. So wie du. Weißt du was? Wir stecken gerade mitten in der Scheiße. Ja, ja, das stimmt wohl. Wir müssen sie aufhalten, bis der Hubschrauber da ist.
Alter, Digga. Darf ich alles nochmal neu machen? Naja, oder? Hast du dich schon an Kämpfen gewöhnt? Ich hab mich dran gewöhnt. Hast du viele von den Schwarzen erledigt? Ich habe Dutzende angefangen. Ich will noch. Du hast doch nichts dagegen, oder? Tötet! Nur
Heilige Scheiße. Heilige Scheiße. So ein kleiner Wichser, Digga. Ich gehe auf meine Farm zurück. Da bin ich jeden Abend besoffen und schlafe bis mittags.
komm schon, Kumpel. Du auch Stress, hä? Was in aller Welt? Guter, ich weiß nicht so recht. Was zur Hölle? Pass auf! Ah! Ey, stehen bleiben. Du meine Güte! Wir könnten hier was haben. Schau mir das mal an. Zentrale, wir werden angegriffen. Feind ist noch aktiv. Haltet die Augen. Ich habe sie!
Kontakt wiederherstellen. Ich hab keinen Bock mehr auf das Spiel jetzt halt erstmal. Ich gehe jetzt halt erstmal offline. Ciao.